Oh, hallo. Hey, du da. Es scheint ewig zu dauern, bis die Sonne aufgeht. Der Blick auf Schloss Hyrule im Licht der aufgehenden Sonne ist einfach fantastisch. Ja. Ja, also hier haben sie texturenmäßig nichts verändert, sehe ich gerade. Oh, wer ist denn du? Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die Lonlon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Ja, die Marlon, die werden wir auch noch treffen. Oder mit der werden wir auch noch ein bisschen mehr zu tun haben. Wieso gucken die mir so komisch hinterher? Kriege ich Angst. Schloss Hyrule. Bei Nacht. Und da ist jetzt die Eule schon wieder. Gut, wir müssen nochmal zurück. Da sehen wir nämlich, die Marlon ist weg. Was ist jetzt eigentlich die Töle los? Ja, die sind wohl los. Weil ich möchte euch, ich möchte uns mein Herzteil organisieren. So, komm her, du Dreckstöle. Wir haben irgendwie alle Hunde die gleiche Rasse. Kann das sein? Ey, Hund, komm her, komm mit mir mit. Los, folge mir. Na endlich. So, weil wenn es Tag ist, was ja gerade nicht der Fall ist, steht auf dem Marktplatz jemand, der, oder eine Tante, eine etwas korpulentere Tante, die sucht ihren Hund. Und den bringen wir ihr jetzt mal zurück. Aber nicht hier. Müsste hier gewesen sein. Und der Hund ist weg, sehe ich gerade. Ja, hier war's. Mal das hier. So, nehme ich diese korpulente Tante. Hast du meinen Richard gesehen? Er ist sonst so ein braver Hund. Aber heute Abend ist er davongelaufen. Bitte suche ihn. Ja, ich hatte deinen Richard gerade, nur der meinte gerade wieder abzuhauen. Na gut. Dann gehen wir nochmal. So, komm her. Bloß keinen anderen Hund einsammeln. Diesen Hund hier einsammeln. Das ist nämlich der Richard. Ich glaube, das ist auch der einzige helle, oder? Laufen mir noch mehr so helle Hundehunde, so weiße. Ja, da läuft noch einer rum. Naja. Wie auch immer, die den Richard von dem anderen weißen Hund unterscheiden kann. Da meinst du ja, das ist irgendwie nur so ein Straßenköter. Wie auch immer sie das macht, sie wird schon ihr Geheimnis haben. So. Richard! Das ist hier mein kleiner Richi. Wieder. Da ist ja mein kleiner Richi wieder. Vielen Dank! Bitte nimm dies als Belohnung an dich. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt, wird die Energieleiste um einen Herzcontainer erhöht. Genau, wir müssen 4 von den Dingern sammeln und dann, ja, Herzteile halt, ne? Dann wird sich der, Was haben wir hier noch? Komm da rein. Hallo, ich möchte rein. Also wie gesagt, wir lassen uns ja Zeit bei diesem Let's Play, ne? Wir wollen ja das Let's Play ein bisschen genießen, deshalb gehe ich auch mal schön in alle Räume und so weiter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Naja. Ist halt so. So, hier hast du nichts drin. Ist hier noch was drin? Natürlich nicht. Doch, hat er. Ein Rubin. Sonst hat er nichts. Also, tschüss. Hab ich den armen Mann einfach einen Rubin geklaut. Ich böser, böser ich. Was ist eigentlich das hier? Seltsame Flaschen. Na egal. Gehen wir wieder raus und wieder zum Schloss zurück. Denn dort erwartet uns jemand. Und nein, ich meine nicht die Eule.
Nämlich Marlon erwartet uns. Aber erstmal erwartet uns die Eule. Link, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wächtern. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein, musst du nicht. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ja. Wenn ich die schon besitze, warum gehst du mir auf den Sack? Ach, schöner Himmel mit den ganzen Sternen und so. Schön. Texturen machen schon was her. Gut. Marlon, hey! Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Ja, ein seltsames Ei. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Ja, ich kann es platzieren. Bla, 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 bla. Und tschüss. Ja, danke, Marlon. Wir klettern die Ranken hier hoch. Meine Stimme versagt etwas. So, wir sind ins Schloss eingebrochen und müssen den Wachen hier ausweichen, so gut es geht. Eigentlich müssten die mich ja bemerken. Gerade wenn ich hier so die Rolle mache, da bin ich ja nicht gerade leise, aber nö, die... Naja. Wie dem auch sei. Sie merken es halt nicht. So, hier können wir hochklettern, aber nicht so. Und es wird hell. Na komm. Das Spiel leckt, gefällt mir irgendwie gar nicht. Wow, du hast ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Yay. War hier neben auch nicht irgendwas? Scheinbar nicht. So, wen hat man da hinten? Murmel, Rummel, Milch, frisch abliefern. Muss mich beeilen. Gut, ich weck den einfach mal auf. Thomas Huhn? Ja, das tun wir da hin. Nette neue Textur für das Huhn. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Freundchen, das war mehr als eine Sekunde. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der Lonlon Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern, als ich mich kurz ausruhen wollte. Muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir. Da bekomme ich gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Auweia, das läuft nicht gut. Ja. Ich glaube, der wird ausgeschimpft. Gut. Wir schieben erstmal die Kisten zurecht. Leider können wir ja nicht durch die Tür da vorne, also müssen wir uns einen anderen Weg suchen. So, Nummer 1, Navi halt die Fresse. Ich bin gerade am Arbeiten.
So. Hammer's. Na komm, hoch, Link, hoch. So, und drüber springen. Und reinkriechen. Burghof. Ja, wir dürfen uns nach wie vor nicht von den Wachen erwischen lassen. Deshalb vorsichtig und leise jetzt hier. Na komm, wege dich. Oh, Navi. Halt die Fresse, ey. Wenn die uns erwischen, bist du dran schuld. Und ich schmeiß dich da an den Brunnen. Ich hab dir schon im Dekobaum gesagt, dass ich dich am liebsten ertränken würde. Komm aber so vorbei. Ich traue mich jetzt nicht da oben lang zu gehen. Ansonsten balanciere ich mich immer da oben lang, aber nicht mit dem Gamepad. Na mach. Na komm. Na los. So, wir sind fast bei der Prinzessin. Na komm, lauf weiter. So, und tschüss. So. Burghof. Haben Sie hier eigentlich irgendwelche Texturen geändert? Ja, das Gras sieht anders aus. Ja. Nun ja, reden wir mal mit der guten Prinzessin Zelda.